Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video hier auf Made in Tokyo. Und sorry für den etwas wenigen Content zu Pokémon Unite zum Beispiel oder generell Content hier, wenn es um japanische Spiele geht. Ich streame viel und demzufolge habe ich auch weniger Zeit. Also auf jeden Fall mal abchecken, Tokyo Lifestyle auf Twitch, Link in der Beschreibung. Heute geht es um eine Tierliste. Ne, Pokémon Unite, neue Tierliste. Warum? Weil eben ja die Smartphone-Version erschienen ist und es hat die Meta gehörig, aber richtig gehörig durchgeschüttelt, ne? Denn Smartphone-Release bedeutet, tausende neue Spieler, oder was heißt tausende, Millionen neue Spieler auf einmal drängen sich auf das Schlachtfeld und wissen teilweise auch gar nicht, was man machen soll. Aber auch generell ist die Meta immer unterschiedlich zwischen Mobile und PC, zum Beispiel bei League of Legends auch. Und so sehen wir das hier auch im Pokémon Unite, nur mit dem Unterschied, dass beide Versionen gleichzeitig gespielt werden. So, worauf kommt es eigentlich in der neuen Tierliste an? Bruisers. Volle Kanne in die Fresse. Angriff, Angriff, Angriff. Das ist momentan die neue Meta. Und wir werden uns jetzt mal kurz mal reinschleudern. Und ich möchte euch mal zeigen, wer ist gerade so stark und wer fällt momentan richtig krass ab. Let's go. Und dazu habe ich natürlich mir hier mal so ein Board geholt, was eigentlich jeder benutzt. Und ich einfach so dumm war, dass ich niemals benutzt habe. Und zwar fangen wir direkt auch mit den stärksten Pokémon an. Und das sind auf jeden Fall, ja, ich habe das sogar extra jetzt nur noch ein S-Plus-Tier gemacht, ne? Für die Pokémon, die halt wirklich komplett am Eskalieren sind. Und das ist trotz alledem noch der gute Zeraora. Ja, Zeraora immer noch absolutes Top-Tier S-Plus. Total broken, sollte man Level 8 erreichen, da geht das einfach nur noch steil. Und er macht einfach unmenschlich viel Schaden. Und ganz besonders in der Meta vor allem, wenn es um Bruiser geht, wenn es nur ums reine Attacken geht und Damage und sowas, ist das auf jeden Fall ein Pokémon, wo ich sage, boah, das ballert ordentlich, ne? Hinzu gesellt sich natürlich aber auch noch ein anderes Pokémon und das wäre Lucario. Ja, der gute Lucario ist übertrieben stark, ne? Übertrieben stark. Sollte er seine Kombos ausspielen, kann man ihn nicht angreifen, ne? Er wird also unverwundbar für eine ganz kurze Zeit und es ist halt einfach, du kommst kaum an ihn ran und er macht übelsten Schaden, ne? Und es gab auch sogar noch einen kleinen Bug mit ihm, dass man ihn noch gar nicht treffen kann. Ja, ob das jetzt gefixt ist, ich glaube, hoffentlich mal. Und ja, der geht auf jeden Fall steil, er engaged, er ist unverwundbar quasi, ja. Macht auch noch so viel Damage und wenn er halt dann noch scored, ne, ein paar Punkte macht, dann setzt er seine Punkte halt direkt nochmal ein, quatscht seine Skills nochmal ein und ballert halt nochmal dann, ja, die ganze Verteidigung ist halt ein total hinüber, ne? Also, Lucario auf jeden Fall auf den S-Plus-Tierrang. Genauso wie Zeraora. Ich war mal ganz kurz gesagt, hey komm, packen wir Vulnona eigentlich auch darauf. Aber ganz knapp. Also Vulnona finde ich immer noch persönlich, gehört auch noch zum S-Tierrang, weil sie im Early-Game vor allem ordentlich durchschreddert. Ja? Im Late-Game kann sie gut abfallen, das stimmt schon, aber im Early Game knallt sie einfach rein, denn sie entwickelt sich so verdammt schnell, hat sofort ihre Skills parat und die machen einfach mega Damage, du kannst dich kaum wirklich nähern und so macht das Farmen natürlich, macht es natürlich besonders schwer. Kommen wir jetzt zum nächsten, ich klatsche jetzt immer ein paar noch da rein, ansonsten wird das Video einfach viel zu lange sein. Nehmen wir mal auf jeden Fall Venusaur oder beziehungsweise Bisaflor. Ne? Mittlerweile gibt es das Spiel ja auch auf Deutsch. Hello, geil. Bisaflor auf dem S-Rang. Ja, das ist halt so, wie die Meta halt eben ist. Also das ist jetzt nicht meine Meta, sondern das ist die Meta von verschiedenen Webseiten zusammengetragen. Denn der Spieler natürlich nicht, ich habe ja keine Statistik, ich bin ja kein Entwickler oder sonst irgendetwas. Würde ich es auch total so unterschreiben. Also Bisaflor momentan auch ziemlich stark, ganz besonders der Solarstrahl, der knallt natürlich ordentlich rein und macht eigentlich das eigentliche Engagen ein bisschen schwierig. Das heißt, wenn ihr eure Gruppe habt und ihr wollt eventuell gleich rein engagen, da kommt ein Solarstrahl und der knallt euch einfach weg, ist halt die Hälfte deines Lebens schon weg, bevor ihr überhaupt engaged habt und dann heißt es einfach nur noch Rückzug, wieder Leben auftanken und das ist natürlich ein bisschen nervig und da ist halt Bisaflor auf jeden Fall sehr, sehr gut drin. So, kommen wir natürlich zu Liberlo. Liberlo auch sehr, sehr stark momentan, finde ich super toll. Bin immer noch sauer, dass der erste Battle Pass ersetzt worden ist, obwohl es nur die erste Hälfte der Season war, aber okay. Ja, Miscommunication oder wie auch immer, Nintendo bzw. Tencent hat einfach verschlafen und leider den Skin nicht bekommen. Aber egal, auf jeden Fall Liberlo auf jeden Fall auch auf einem höheren Platz.
Und das war es eigentlich auch schon wieder. Ja, dann kommen wir eigentlich zum ganzen A-Rang. A-Rang-Gedöns, da muss dafür natürlich auch von jeden Fall Turtok nicht fallen. Turtok ist ein kleines bisschen abgestiegen. Er war ja auf dem S-Rang, weil er einfach nur übertrieben stark war beim Release. Jetzt ist die Mobile-Version draußen und man merkt schon, die Bruiser, die machen sich da ein bisschen besser. Also ihr seht schon, Liberlo, ne? Lucario, Seraora. Obwohl die natürlich von Anfang an auch auf dem ST-Rang gewesen wären, zeichnet sich durch so ein Muster ein kleines bisschen ab. Ja? Auch wer noch gut mit dabei ist, ist die gute Blissey. Ich weiß von allen nicht immer die Namen auf Deutsch, deswegen sorry. Auf jeden Fall, ihr habt ja ein paar Bilder hier. Ne? Auch noch auf dem A-Rang, auch ziemlich gut. Macht gut da Schaden, ist auf jeden Fall mega tanky, ein bisschen nervig und auch verdient. Ne? Gehen wir hier weiter, wenn wir hier mit Ogel anfangen. Ogel ist nicht schlecht. Bleibt alles so wie gehabt. Den hier finde ich zum Beispiel ziemlich cool. Ich mag Castellan, ja. Ich mag Castellan einfach. Ist ein cooler Dude. Keine Ahnung, ist ein cooler Dude. Eldegoss auch auf dem A-Rang, das finde ich ganz gut. Vorher war es ja auch S-Tier vor einigen Wochen. Jetzt ist es auf dem A-Rang. Supporter sind trotz alledem noch zum Glück gut gefragt. Sieht man hier an Castellan und Eldegoss, beziehungsweise ja, ich habe einen guten Namen vergessen in Deutsch wieder. Quajutsu darf sich auch gleich mal hier hingesellen. Ne? Der war ja absolut broken gewesen, hat natürlich ein paar Nerfs bekommen jetzt im neuen Patch und reiht sich jetzt im A-Rang ein, was absolut eigentlich in Ordnung ist. Ne? Pantominas, ja, immer noch ein sehr, sehr guter Supporter, allein wegen den ganzen Schilden. Die sind ziemlich gut. Ja, die sind ziemlich gut, die sind nervig und die blocken natürlich ein Engage oder halt eben ein Escape, was ich auf jeden Fall ziemlich nice finde. So, jetzt haben wir aber noch die hier, die gute, die macht auch als Supporter bzw. als Defensiver ziemlich was her und da sieht man schon, die ganzen Supporter und Dings sind alle im A-Rang, was ich natürlich sehr, sehr toll finde, ne? Ne, nicht alle, Lamus ist natürlich nicht mit dabei, aber ich sag mal so, das ist schon in Ordnung. So, jetzt habe ich aber hier den Charakter gerade hingemacht. Der ist aber, meiner Wissens ja gar nicht im Spiel. Machen wir mal weg. Hä? Bisschen verwirrt. Egal, jetzt kommen wir. Das war jetzt eigentlich sozusagen die A-Rangliste. Die B-Rangliste wird weiter angeführt durch Glurak. Glurak ist, sagen wir so, er hat kaum richtige Attacken, wirklich. Also als Bruiser. Er ist mehr so, er ist halt da und da kommt mal ein bisschen Schaden rüber. Ich weiß nicht. Ich finde Glurak immer noch nicht so gut. Gengar, mein Guter, ist leider ein bisschen abgestiegen, weil er doch alledem. Man muss halt die Hits sitzen. Die müssen sitzen, ansonsten ist halt Gengar komplett useless und muss halt warten, bis der Cooldown halt drunter ist. Ansonsten kann er halt nicht viel machen. Na, das ist halt einfach so, er muss halt treffen. Pikachu, überraschend für einen Bruiser, oder Speedster. Überraschend auf dem B-Rang. Liegt daran, dass halt mega squishy ist. Das heißt, Lucario, Seraora, wie auch immer. Die ballert dann einfach nur durch und Pikachu fällt um. Ist einfach nur eine kleine Maus. Ja, macht gut Schaden, aber hält 0, nichts aus. Aber wirklich gar nicht. Und das merkt man halt auch im Spielgeschehen. Dann haben wir hier Lamos auf dem B-Rang. Absolut verständlich. Er macht nicht viel Schaden. Er ist, weiß ich nicht, er ist einer der schwächsten Supporter meiner Meinung nach. Und verdient quasi auf dem B-Rang, finde ich schon. Ja. Dann kommt auch noch Relaxo mit dazu. Der ist zwar momentan noch gar nicht mal so schlecht, wie das jetzt irgendwie diesen Anschein macht, weil B-Rang ist natürlich immer trotz alledem noch ganz okay. Kommt natürlich auf die Teamkomposition an. Und ich muss sagen, Relaxo macht einfach seinen Job schon ganz ordentlich. Ne? Vor allem, wenn man natürlich auch die einzelnen Pokémon gut spielen kann, dann macht das natürlich auch nochmal einiges her. Ne? Gut, kommen wir dann hier zu Fiyaro. Fiyaro finde ich ziemlich gut. Ich mag Fiyaro, persönlich nie gespielt, aber ich mag einfach das ganze Kit von ihm. Dennoch wird das ziemlich schnell umgeklatscht. Ne? Also sollte man natürlich aus der Range rauskommen, wenn Fiyaro angreift, dann ist halt einfach nur, ja, wie bei Pikachu, einfach nur ein kleiner Vogel. Dann kommen wir zur C-Tier-Liste. Die ist nicht ganz so geil. Der Machumai ist absolut abgestiegen. Wobei man auch sehr sagen muss, hä? Ich dachte, die Meta geht's um volle Kanne auf die Fresse. Irgendwie schon, nur der Machumai gehört irgendwie nicht so wirklich dazu. Ja, der ist ganz gut abgestiegen, der hat Probleme, seine Attacken durchzukriegen. Ich denke mal so, die Speedstar-Bruisers sind da aber trotz alledem noch eine Stange besser. Zumindest in dieser Meta, das kann sich natürlich in den nächsten Wochen gleich sofort wieder ändern. Kommen wir dann auch zu einem Punkt Absol, obwohl er eigentlich absoluter, war nicht sogar S-Rang oder A-Rang beim letzten Video, was ich gemacht habe. Ui, der Patch hat ihm nicht gut getan. Der Patch hat ihm leider nicht gut getan, genauso wenig wie Knackrack. Dem hat den Patch auch nicht gut getan. Er bleibt weiterhin unten. Der war schon vorher unten. Der bleibt jetzt auch
leider auf den unteren Plätzen. Und dann kommen wir zur Derry-Liste, kommen wir zu Gardevoir. Ich finde dieses Pokémon super. Wo er rausgekommen ist, super toll, hat richtig viel Spaß gemacht, aber abgestiegen. Der Patch tat ihm nicht gut, die Mobile-Spieler brettern einfach mit Lucario, Zeraora, auch die ganzen anderen Pokémon rein, die sehr, sehr viel Mobility haben. Und da tut man sich als, als Gardevoir ein kleines bisschen schwierig, die halt wirklich so perfekt treffen muss, ist das natürlich ein bisschen schwierig. Und das merkt man leider auch. Schade, abgestiegen. Findet aber das Pokémon immer noch trotzdem toll. Kommen wir mal zum letzten. Und das ist der gute Mamutl. Ja, der ist heute released worden. Beziehungsweise sollte eigentlich morgen erst released werden. Keine Ahnung, warum der jetzt schon released ist. Wo kommt er? Also viele YouTuber, viele Reddit-Einträge habe ich schon gelesen. Der ist übermächtig. Ja, und das wird auch im nächsten Video thematisiert. Da gibt es nämlich den Guide zu Mamutl. Und ich kann jetzt schon sagen, Mamutl ist auf jeden Fall im S- oder im S-Plus-Tierrang unterwegs. Würde ich aber erstmal auf den S-Rang werfen. Und dann schauen wir mal die nächsten Tage, wie der sich so macht. Denn Mamutl, der ist anders krank. Ja? Da, wenn du da sie Kombo triffst, perfekt. Du machst einfach 500% mehr Schaden. Insane. Aber das erkläre ich euch auf jeden Fall im nächsten Video. Hier ist meine Tierliste. Das ist so die Tierliste, die wir momentan haben. Und schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ist euer Pokémon, was ihr am meisten spielt momentan. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut auf jeden Fall rein. Frohes Battlen, Leute. Und sterbt mir nicht so oft.